Ja, hi und herzlich willkommen hier mitten aus meinem Wohnzimmer. Sigi Pop hier mit einem neuen Video. Ja, ich habe euch ja vor einer Weile in dem Schlafsetup Talk 1 über den Biwaksack Setup berichtet und euch ja auch erzählt, dass der Jürgenland Biwak vom Ralf von Jürgenland ein bisschen gelitten hat bei der Tour, als ich im Atze im Steinbruch war. Video wird hier oben mal verlinkt. Da hatte ich das Problem, ja, dass ich ein bisschen mich zu sehr auf das Material verlassen habe, ohne jetzt das Material schlecht reden zu wollen. Der Biwaksack ist ja aus Baumwolle und hält natürlich Funkenflug ein bisschen aus. Es macht also keine Probleme, wenn da jetzt ein kleiner Funken drauf liegt, im Gegensatz zu einem Nylon- oder Plastikmaterial. Das Problem ist, dass hier keine Funken draufgeflogen sind, sondern hier sind tatsächlich größere Löcher entstanden durch richtige Glutstückchen. Also wir waren da direkt am Feuer gelegen, haben da ohne Tarp und am freien Sternenhimmel geschlafen. Und da war das Problem, dass wir Nadelholz verwendet haben, was ja oft im Feuer so wie so eine Art explodiert und dann kleinere Glutstückchen aus dem Feuer geschleudert werden. Ja, und von denen sind mir auch leider ein paar auf dem Biwaksack gelandet. Ich habe jetzt hier ein größeres Loch, hier sind zwei, hier ist noch ein viertes. Und die hat es da reingebrannt. Ich habe das leider nicht bemerkt. Ich habe das dann erst am nächsten Tag gesehen oder beim Einpacken gesehen. Scheiße, da sind Löcher drin. Also wirklich aufpassen. Wenn es heißt Funkenflug, dann geht es wirklich nur um Funkenflug. Glutstückchen ist natürlich für jedes Material ziemlich problematisch. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute wollen wir uns darum kümmern, wie kann man sowas reparieren. Ich denke, das ist jetzt in dem Fall nicht nur bezogen auf den Jürgenland Biwak. Ich denke, dass die Technik funktioniert höchstwahrscheinlich auch mit vielen anderen Biwaksäcken aus Baumwollstoff oder ähnlichem. Der Ralf war so freundlich und hat mir da zwei Tipps gegeben, beziehungsweise einen Tipp, und hat mir ein bisschen von dem Krotenstoff zukommen lassen. Das ist der Stoff, aus dem der Biwak gemacht ist. Ja, so sieht er aus. Und den soll man mit wasserfestem Holzleim auf dem Biwaksack verkleben. Ich werde mir das jetzt zurechtschneiden und dann mal aufkleben. Ich werde es von innen machen, damit man es nicht so sieht. Dazu brauche ich natürlich eine Schere und den Holzleim. Ich habe jetzt hier den von Ponal wasserfest. Genau, dann werden wir jetzt das Ganze in passgenaue Stücke zuschneiden. Ein bisschen Holzleim auf das Stück drauf machen und dann mal von einer Seite dagegen kleben und mal gucken, ob das schon reicht. Ansonsten müssen wir das dann eben von beiden Seiten machen. Ich zeige euch nochmal die Löcher. Also hier ist eins von den kleineren. Kann man sehen, hier. Dann habe ich hier ein großes. So, Fingernagel groß etwa. Ist noch ein kleines und dann haben wir hier noch die kleinen. Also, hier ist das Loch. Und wie gesagt, jetzt von innen kleben. Ist natürlich immer schwierig hier mit dem schwarzen Stoff das euch genau zu zeigen, aber ich will jetzt. So, diesen Stofffetzen. Da mache ich jetzt einfach mal einen Klecks von dem Holzleim drauf. Ich verteile so ein bisschen. Und halte jetzt von der anderen Seite ein bisschen mit dem Finger dagegen. Und dann legen wir das einfach da drauf. Und drücken das ein bisschen platt. So. Ich mache mal von Klecks von außen drauf und verteile das mal so ein bisschen. Normalerweise wird der Holzleim ja dann durchsichtig, wenn er getrocknet ist. Aber so versuche ich das nochmal von außen ein bisschen zu verkleben.
Und jetzt würde ich sagen, lassen wir das einfach mal trocknen und schauen gleich ein paar Minuten nochmal drauf, wie es aussieht. So, die eine Seite ist jetzt fertig. Jetzt haben wir hier die drei nebeneinander liegenden Löcher. Auch hier nehme ich keinen großen Flicken, A, um Stoff zu sparen, und B, zeige ich euch dann gleich warum noch. Auch hier gehen wir wieder auf die Innenseite. Und dann packt man da einfach wieder ein bisschen von dem Holzleim drauf. Verteilen den so. Drücken den kurz an. Hier wieder. Klebe ich jetzt das kleine Loch mit einem zu. Verschieben wir einfach und dann machen wir hier wieder einfach oben drauf einen kleinen Klecks von dem Leim und verteilen den wieder. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, das so zu machen, ob es auch anders heben würde. Ich habe es jetzt aber bei der anderen Seite so gemacht, das hat ganz gut funktioniert. Wie gesagt, das zeige ich euch gleich. Deswegen mache ich das jetzt hier auch wieder so. Da ist ein bisschen was drunter. Und wenn ihr dann so überschüssiges Kleberzeug habt im Finger, das könnt ihr dann einfach so abrubbeln. Das geht problemlos weg. Jetzt schauen wir uns aber die andere Seite an. Wo ist es hinten? Man sieht es gar nicht mehr so richtig. Da. Also hier war, ich hoffe, man kann das jetzt hier in dem Licht sehen, hier. Hier war das Loch und auf der Seite habe ich es verklebt gehabt und die Kamera mal ein bisschen her. So, hier hatte ich es verklebt und das hält ganz gut. Der Kleber wird so ein bisschen, macht den Stoff so ein bisschen hart, aber es ist gut verklebt, geht auch nicht mehr ab und man kann das so ein bisschen kneten. Da wird es ein bisschen weicher, aber das ist jetzt fest. Man sieht das Loch von der Außenseite eigentlich im Prinzip überhaupt nicht mehr. Ja, und so wird es jetzt dann hier mit dem auch passieren. Der Kleber wird ein bisschen heller, es bleibt so ein kleiner glänziger Rand, aber das sieht man nachher dann nicht mehr. Das ist ja sowieso innen. Ich habe die Stellen jetzt wieder gut eine Stunde trocknen lassen. Und man sieht hier, auch an der großen Stelle ist das schön verklebt. Und ja, hier sieht man so ein bisschen jetzt den Kleber, aber durch Benutzung und so wird das nicht mehr auffallen. Und es ist auch nicht zu steif geworden. So, dann haben wir noch die andere Stelle. Das war die hier. Hier ist auch schön zu. Also ich denke, das passt soweit. Was mir jetzt blöderweise beim Reparieren aufgefallen ist, ich habe nicht nur Löcher oben, sondern ich habe auch ein Loch unten hier im Boden. Ich hoffe, man kann es irgendwie sehen. Da. Innen drin ist ja diese Bodenplane vom Material ein bisschen anders wie außen. Außen ist die so, da sieht man es hier auch besser, das Loch. Da. Ist so ein bisschen, ja, gummiert ist nicht. Das ist so ein wasserdichtes halt und da ist auf alle Fälle auch ein Loch drin. Und was würde uns da nicht besser helfen, wie das gute alte Panzertape, Gaffertape. Das kann man hier einfach auch schön über die Kante drüber. Ja, übers Loch drüber, an der Kante entlang, wollte ich sagen. So. Und dann ist das auch in Ordnung. Ich denke, das reicht aus. Man kann zwar mit dem Biwak
sich direkt ins Wasser legen, rein theoretisch. Aber ich gucke ja schon immer so ein bisschen, dass der Boden wenigstens einigermaßen soweit ist. Gucken wir nochmal alles durch. Aber ich glaube, wir sind soweit fertig. Ja, ich habe den Biwak jetzt nochmal komplett durchsucht oder ja, drüber geschaut. Es war zum Glück nirgends mehr jetzt ein Loch zu finden. Die Löcher, die ich hatte, die waren wirklich ausreichend nervig. Ja, für alle die, die eben einen Biwak in Baumwoll besitzen, so könnt ihr euren Biwak retten bzw. flicken. Auch das Loch am Boden mit Gaffer wird jetzt soweit erstmal halten. Ich denke, das ist gar kein Problem. Passt auf eure Ausrüstung aus, pflegt eure Ausrüstung. Jo, das soll ein kleines, kurzes Video gewesen sein. Wie gesagt, ein bisschen Info für die, die auch da so Probleme haben. Dann sage ich danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao. Damn.